Werf immer mal wieder einen Blick im PvP auf die Anzahl der Tode, also wie oft du gestorben bist. Ja, hallo Leute und herzlich zu einem neuen Video von mir. Und das ist ja das erste Video dieser Woche. Also Montag, Mittwoch und Freitag kommen ja immer neue Videos. Und diese Woche fangen wir doch direkt mal mit einem Quick-Tipp an. Und zwar schaut einfach mal, wenn ihr PvP spielt, wie oft ihr sterbt. Denn das ist eigentlich ein wichtiger Faktor, denn ihr solltet maximal ein bis zweimal sterben in einem PvP-Spiel. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel viermal stirbt, dann ist ja pro Tod gibt es ja 5 Punkte für den Gegner. Und angenommen, ihr habt jetzt viermal, also ihr seid viermal gestorben, das sind ja schon 20 Punkte, die der Gegner bekommt. Und wenn jetzt jeder eurer Teammitglieder viermal stirbt, das sind es direkt einfach mal 100 Punkte, die ihr verschenkt sozusagen. Und wenn ihr einfach diese 100 Punkte nicht verschenkt, dann habt ihr einfach bessere Karten zu gewinnen. Deswegen schaut einfach mal, wie oft ihr sterbt. Und manchmal macht es echt mehr Sinn, einfach abzuhauen, wenn ihr merkt, okay, dieser Fight ist gerade verloren und ich mache lieber mal einen Rückzug und verschenke einfach nicht diese 5 Punkte. Ja Leute, das war es eigentlich auch schon zu diesem Quick-Tipp. Also ganz einfach, ihr schaut einfach, wie oft ihr sterbt. Und achtet einfach mal darauf, weil es macht halt wenig Sinn, wenn man 7-8 mal stirbt, dann verschenkt man halt sehr viele Punkte. Und das ist halt im PvP nicht optimal. Deswegen einfach gucken, wie oft ihr sterbt. Und wenn das so 1-2 maximal, sag ich mal, 3 mal ist, dann seid ihr noch vollkommen safe. Aber mehr als 3 sollten es nicht sein, weil dann verschenkt ihr einfach unnötig Punkte. Denn manchmal macht echt Sinn, einfach abzuhauen, anstatt hier versuchen, noch einen mitzubekommen. Aber ihr verschenkt dann erstens Zeit, weil ihr dann tot rumliegt und der Gegner bekommt ja währenddessen den gecapten Point, bekommt er ja Punkte, deswegen habt ihr zweimal sozusagen einen Verlust erlitten. Deswegen einfach abhauen und die Punkte sparen, Leute. Ja, das war's dann eigentlich auch schon zu diesem Video am Montag. Ich würde dann sagen, wir sehen uns am Mittwoch zu einem neuen Video und zwar zum zweiten Video. Falls euch dieser Guide helfen konnte, dann könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns die Tage. Bis dahin, Leute, und tschüss.